Facebook-Werbung und die Kosten. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der Inemage und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe das letzte oder die letzten beiden Male berichten, wie ich erstens eine Anzeige anlege und wie ich dann auf diese Anzeige die Zielgruppe abstimme. Nun geht es um die Kosten. Was kostet so eine Anzeige auf Facebook drauf? Hier nochmal zurück zur Anzeige. Das ist die Anzeige. Geht ums Thema Suchmaschinenoptimierung, Pole Position bei Google. Ein Bild, das ein Eyecatcher ist, da eingebunden. Dann die Zielgruppe im zweiten Teil mit den 85.000 Menschen, die ich anspreche, mit den Eingrenzungen, die ich hier gemacht habe. Und jetzt eben im letzten Teil Kampagne, Preise und Planung. Da habe ich folgende Möglichkeiten. Ich gebe dem Ganzen mal einen Kampagnennamen, könnte auch was Bestehendes wählen, könnte das also in eine bestehende Kampagne einbinden, mache ich aber nicht. Ich wähle das ganze SEO INM aus und dann gebe ich hier ein Tagesbudget vor. Das ist genau dasselbe wie bei den AdWords, da gebe ich auch ein Tagesbudget vor. Das heißt, wenn das Budget weg ist, dann erscheint diese Anzeige nicht mehr. So kann ich mehr oder weniger eingrenzen, wie viel Geld, das ich ausgebe. Natürlich, wenn es nicht aufgebraucht ist, dann ist weniger klar, aber wenn ich halt dann bis um 12 Uhr mittags durch bin mit meinen, in dem Fall $10, dann ist die Werbeanzeige nicht mehr auf Facebook zu sehen. Ich wähle hier mal $30 ein, kann es pro Tag oder über die ganze Laufzeit anwählen, mache ich jetzt in dem Fall pro Tag, wähle wie gesagt keine andere Kampagne und starte ab sofort. Dann habe ich hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es auf CPM, das sind Cost per Mill, das sind Impressionen. Das ist genau dasselbe wie bei Bannerwerbung beispielsweise. Da zahle ich für den TKP, den 1000er Kontaktpreis, also pro Einblendung, pro Impression der Anzeige kostet es dann irgendwas. Die zweite Möglichkeit hier, das ist CPC, Cost per Click. Das ist dasselbe wie bei AdWords. Da zahle ich erst, wenn jemand draufklickt. Würde ich persönlich empfehlen. Denn Branding oder eben die Branding-Werbung, die ich mit den Impressionen erreiche, ist natürlich nie so stark wie bei Bannerwerbung, weil das Bild klein ist, den Text liest man eh meistens nicht gerade auf den ersten Anhieb. Das heißt, ich würde hier auf Cost per Click gehen. Und dann habe ich hier verschiedene Angebotsmöglichkeiten. Es gibt mir erstmal anhand von meiner Zielgruppe, wird mir was vorgegeben, die 0,8 bis 1,26 pro Klick. Ich habe hier mal 0,8 gewählt, kann hier aber jetzt ein Gebot vorschlagen lassen und hier rechnet mir jetzt anhand meiner Zielgruppe von 85.000, anhand des Themas, das ich gewählt habe, rechnet mir Facebook aus, dass der Klick wahrscheinlich $0,86 kostet, 86 Cent also im Moment mit dem tollen Kurs sehr günstig. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir schalten Facebook-Werbung seit Jahren und da hat sich die Preissituation stark nach oben bewegt, das heißt, früher hatte ich noch für 10 Rappen oder 10 Euro, Dollar Cent hatte ich noch Werbung schalten können pro Klick, das ist heute nicht mehr so. Also ich komme hier jetzt auch in eine Region, die dann schon mal ein bisschen Geld kostet. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit den 30 pro Tag, die ich ausgeben möchte und den 0,86, dann sind das vielleicht knapp 40 Klicks, die ich so hier generieren kann. Wenn ich dann einverstanden bin mit dem, eben hier auf CPC und nicht CPM gehe, dann bestelle ich diese Anzeige und dann läuft die per sofort, logischerweise, wenn ich meine Kreditkarteninformationen hinterlassen habe. Das ist also, wie ich die Kosten eingebe. Und das Wichtigste, das kommt dann erst, das ist das ganze Thema des Monitorings. Da muss ich schauen, ist die Werbeanzeige nicht schon weg um 12 Uhr? Bezahle ich zu viel? Kriege ich aus den Klicks wirklich dann auch einen Benefit? Das heißt, die Leute, die auf meine Webseite kommen, verdiene ich mit denen nachher Geld? Das ist ja das ganz Entscheidendste im Marketing generell. Das finde ich dann aber erst raus, wenn die Werbeanzeige mal läuft. Meistens empfehle ich, einen AB-Test zu machen. Das heißt, ich schalte 3, 4 verschiedene Anzeigen zum selben Thema, die ich dann parallel laufen lasse. Nehme dann die, die am besten läuft, optimiere die wieder. Das heißt, ich mache auch da vielleicht wieder 2 draus, wechsle das Bild, mache 2 Bilder, 2 verschiedene Anzeigen wieder und versuche so ans Optimum heranzukommen, dass ich eben die größte Click-Through-Rate, also die größte Klickrate erreichen kann. Das ist ja schlussendlich das Ziel. Würde mich interessieren, wie ihr solche Kosten berechnet, was ihr ausgebt, vor allem was euch Facebook-Werbung pro Tag kostet. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Inemage und Website-Marketing.ch geschaut.